so schweigsam ist, Mutter? Ich nehme alles auf, daran liegt es sicher. Erzählen Sie uns doch ein bisschen über sich. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich bin ein ziemlich durchschnittlicher Teenager. Angesichts Ihrer Bewerbungsunterlagen glaube ich das kaum. Ich meine nämlich, mich da an eine gewisse Kunstbegeisterung zu erinnern. Waren Sie schon mal im neuen Guggenheim-Museum? Nein, aber ich wollte schon immer mal nach New York. Es ist in Bilbao, in Spanien. Ja, was nicht weiter wichtig ist. Wichtig ist vielmehr das Gebäude an sich. Es ist nämlich eine bewundernswerte architektonische Meisterleistung. Es ist eine ganz außergewöhnliche Kombination von sich überkreuzenden Formen. Es ist eine architektonische Offenbarung. Ach, ich weiß nicht. Für mich sieht das Ding aus wie eine großartige Schocke. Ich meine, das Ernst, das sieht wirklich so aus. Ach, dann waren Sie doch. Ich nicht, aber mein Bruder ist großer Architekturfan und er hat eine Menge von diesen sperrigen Bildbänden. Daher kenne ich das alles von Bildern und ich muss Ihnen leider wirklich sagen, es sieht aus wie eine großartige Schocke. Ja, eine große Artischocke. Sie haben recht, es sieht aus wie eine Artischocke.